Springen, H, sie ist wirklich durch gedrückt halten der Sprungtaste? Ja. Weiß nicht, mir egal. Okay, hier muss man aufpassen, denn hier gibt es sehr wahrscheinlich viele Geheimnisse. Yum, yum. Ist das hier vielleicht schon eins? Aber hier oben war auch noch irgendwo ein Weg. Musik hängt schon. Da ist auch noch ein Weg. Oh, guck mal. Moment. Ah, es hätte ja sein können, weil das ist schon sehr aufwendig. Ich glaube. Das sieht so aus, als ob wir hier alles hätten. Okay. Ah, das ist der Geist. Was ist das denn? Warum eine Möhre? Verstehe ich nicht. Wofür genau brauchen wir die Möhrchen? Ich bin sehr verwirrt. Ich weiß nicht, was dieser Kasten uns tun kann. Ja, oh Gott. Das ist... Ich mag das nicht, dass das schwarz wird. Boah, das ist mega ekelhaft. Tut mir leid. Ich finde das total ekelhaft, dass das schwarz wird. Oh, 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 oh. Hier ist nix. Da wäre es beinahe passiert. Ah, da braucht man 14 Möhrchen für. For this door. Okay, da brauchen wir so Schwung. Sprung. Das ist aber machbar mit 14. Nein. Komm schon. Uiuiui, knappe Kiste. Okay. Ich will weg von dem Vieh. Yo, Pacha, altes Haus. K-
Kommt dann nochmal die, Ah, Teufelskaninchen! Dankeschön. Oh, nicht schon wieder. Pacha, ich bin es, du Trottel. Wow, Cusco. Du siehst aber... Oh, Cusco. Du siehst... Das erinnert... Das geht leicht in Richtung YouTube-Kacke. Ich? Lustig? Wie lustig? Lustig wie ein Clown? Als wäre ich hier, um dich zu amüsieren? Ist es das, hä? Nein, nein. Ich meinte nur... tja... Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Deiner Leibesfülle nachzuurteilen, hast du dich wahrscheinlich durch die Wand durchgefressen. Los, komm, wir suchen Isma. Okay. Wir gucken jetzt erstmal noch, was wir hier Feines finden. Lecker! Und da oben ist noch ein Geheimnis. Da war doch klar, dass hier noch was ist. Huch. Tatütata. Was steht da? Ah, das ist auch noch was. Dann gehen wir erstmal noch darüber. Dezent laut. Gut. Ja, vielleicht komme ich ja jetzt dran. Ja. Was haben wir denn hier? Geheimnis. Oh, das können wir ganz gut gebrauchen. Ja, so ist's besser. Okay, da oben drauf ist nichts. Das wäre auch ein sehr gutes Versteck gewesen. Oh Gott. Kontrollpunkt. Wenn ich das schon sehe, ne? Ich hoffe nicht, dass sie runtergehen. Oh, das war so klar. Ich darf halt einfach nicht so übertreiben. Ich brauche die komplette Sprungkraft überhaupt nicht. Oh. Okay. Ich habe aber da links gesehen. Ja, da habe ich gesehen, habe ich da. Natürlich. Ah, zum Glück ist hier so ein grünes Ding. Oh ja. Was? War dann... Ah, okay, ich wollte schon sagen, war da nicht eine Plattform? Aber warum ist sie so weit oben? War die eben auch schon so? Sehr verwirrt. Vampi! Okay. Warum übertreibe ich das immer so? Warum fliegt der rückwärts? Also auf jeden Fall, wir haben jetzt hier alle Münzen. Also jedenfalls hier in dem Bereich. Ja, so ist's besser. So. Ich kann das so schlecht abschätzen.
So. Ja! Ich bin wieder ein Lama. Darf ich jetzt... Achso, genau, da war ja eine Vase. Mr. Vase. Uns wird eine... Oh. Oh. Da fehlt ja doch ein bisschen mehr als eine Münze. Ich glaube, ich habe irgendwie den ganzen Bereich übersehen, ne? Aber ich habe alle Geheimnisse. Nun. Na gut. So, dann müsste jetzt, glaube ich, das letzte Level kommen. Haben wir noch eine Sequenz? Ich glaube, da sollte eine kommen. Mr. PlayStation. Dankeschön. Aber keine Sequenz. Schade. Und ein Ladebalken. Ah, Dankeschön. Den Ladebalken haben wir jetzt auch bekommen. Katakomben Kapitel 5. Cusco, oh. Bleib in der Mitte der Kurve und wir werden uns automatisch umdrehen. Ja. Okay. Da haben wir schon mal eine Münze übersehen. Oh. Oh. Waren wir hier schon mal? Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie das falsche Level geladen hat. Das kommt mir so bekannt vor. Also es sieht so aus wie das von eben. Aber nee, das ging, glaube ich, das war irgendwie anders. Da muss man punktgenau springen, ne? Zum Glück verlieren wir hier keine Leben. Ich mag das mit der umgekehrten Steuerung nicht. Eieieiei. Eieiei. Boah, Alter. Knappe Kiste, ey. Oh nein, schon wieder gedreht. Alles geht wieder. Okay. Oh, ich hab einen Vampir gekriegt. Das ging aber... Schmackes, ne? Eieiei. Und nu? Ach, guck mal. Ismas Labor. Das heißt ja, wir kriegen doch noch ein paar Level. Ich dachte, das wäre jetzt hier die Katakomben, wäre fertig. Aber dann würde ich sagen, machen wir noch hier weiter, ne? Keine Sequenz? Das finde ich aber nicht so toll.